Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Oceanhorn. Wir sind hier gelandet, nachdem wir im Inneren dieser Insel diese ganzen Maschinen und Kerne und irgendwas kaputt gemacht haben. Nein, Kerne noch nicht, denn jetzt kommen wir erst zum Kern, zum Großkern der Insel. Und ich habe gerade gesehen, dort oben drauf steht noch eine Kiste, die ich irgendwann wohl übersehen habe. Willkommen im Großkern. Du betrittst nun die größte aller arkadischen Errungenschaften. Dieses Megabauwerk ist eine Kommunikationszentrale, eine Energiequelle und das Gehirn, das Wachstum und den Wohlstand unseres Königreichs ermöglichte. Heute ist der Großkern selbst mit den entlegensten Orten von Gaia verbunden. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Oh, ein Blutstein. Da hoch können wir, glaube ich. Das sind Treppen, ne? Ja. Was ist hier? Lagerbereich? Was? Wartungssektor. Ach, das gehört zu den Treppen, nicht zu dem Tor. Ich habe keine Ahnung, warum ich das tue mit dem Dagegenschlagen und Stoppen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das richtig ist. Also ich glaube, dass das richtig ist, weil ich es kann. Also weil ich dagegen schlagen und das kaputt machen kann. So, dort müssen wir offensichtlich von der anderen Seite rein, denn wir müssen die Kiste wohl runterschuppen oder sowas, damit wir dann drüber springen können. Okay, Wartungsebene. Hier ist so ein Schieberätsel. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Weil ich noch nicht weiß, worauf es hinaus möchte. Wir haben ja noch einen Zurücksetzbutton, deswegen ist es nicht so schlimm. Wir müssen... Huch, das wollte ich nicht. Kann es sein, dass wir hier... Der geht nicht runter. Warum geht der nicht runter? Ich kann hier auch nicht abspringen. Worauf will ich denn hier hinaus? Kann man nur bestimmte runterschubsen? Ich hätte nämlich gedacht, wir müssen die hier so an die Kante machen, damit man da vorbeilaufen kann. Ich setze das Rätsel mal zurück. So. Man kann da so auch vorbeilaufen. Aber wozu ist das Schiebezeug dann da? Ich meine, ich kann ja jetzt auch einfach warten, bis es vorbei ist. Und dann laufe ich hier gemütlich lang. Wow, hallo. Ach, das Ding ist eingedämmt. Okay, was ist das? Was macht das? Kann ich die irgendwie deaktivieren, indem ich da was drauf werfe? Kann ich nichts machen? Ich kann das nicht schieben, ich kann das nicht drehen. Kann ich? Nee, das hört doch nicht auf, sich zu drehen. Ich glaube, der Laserstrahl muss hier durch irgendwie. Kann es sein, dass ich dafür die Kisten brauche, dass ich die hier außen rumschieben muss? Ich probiere das gleich mal. Wow! Ach shit, davon habe ich ja gar nichts.
denn ich kann sie ja gar nicht hier rumziehen. Kann ich sie runterschubsen an der Stelle? Na komm schon, geh weg. Nee, kann ich nicht. Lauf! Oh Gott, das war dämlich. Natürlich bekommen wir Mana. Die Kiste ist auch nicht darunter geflogen an der Stelle. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich setze mit der Bombe den Laser an der Stelle frei. Wow! Kann ich das nicht schieben, das Ding? Wow, okay. Moment. Scheiße. Hatte ich eine andere Möglichkeit, als das zu machen, als dieses Rätsel zu machen? Denn dann würde ich an der Stelle einfach mal... Nee, das war das erste beim Großkern. Ich habe auch keinen Schlüssel parat und ich kann hier nicht einfach runterspringen. Kann ich... Nee. Oh nein, ist auch noch mein Herz weg. Also ich muss da wirklich von der anderen Seite rein. Das wird anders nichts. Ich kann auch mich hier nicht rüberglitschen. Das ist auch wieder so ein Laserrätsel. Gab es denn hier weiter vorne noch einen anderen Weg? Nee, das ist direkt der Anfang von... der Insel gewesen. Okay, dann gehen wir nochmal mit einem relativ klaren Kopf an die Sache ran. Ich glaube, dass ich dorthin erst hinkomme. Dort gibt es Treppen und alles. Das heißt, ich muss da nichts aus der Ferne machen. Meiner Meinung nach. So, das Rätsel setze ich mal zurück. Und ich habe hier Tonnen von Kisten. Das heißt, ich brauche wohlmöglich auch viele. Kann sie aber hier nicht runterschieben. Nein. Ich kann die Kisten aber nach hinten schieben. Verdammt. Ich kann sie aber hier nicht nach hinten schieben. Hier nicht. Hier nicht. Und ich bin mir sicher, wenn ich... Ui, diesen da mache, kann ich die auch nicht hier runterschieben. Nee. Und sobald ich die hier links in die Ecke oder so mache, ist ja auch... Ich komme hier nicht rum. Ich kann die nicht ziehen, ich kann die auch nicht zurückholen. Ich weiß nicht mal genau, was ich mit den Kisten machen muss, um ehrlich zu sein, weil ich das Rätsel, was dann dahinter kommt, auch nicht schnalle. Aber wir haben so viele Kisten, deswegen denke ich, wir brauchen die. Ich kann die Kisten aber nicht hier runterschieben.
war auch schon wieder dämlich. Ist das nur ein Pfad? Muss ich die hier aufreihen? Ich glaube, wenn ich sie aufreihen müsste... Hier ist auch nichts, was Schalter sind, die ich betätigen müsste. Nee. Eine Bombe auf das Ding werfen. Auch nicht. Kann ich hier hinten irgendwas wegsprengen? Auch nicht. Hier oben sind solche besonderen Flächen, aber dort kriege ich die Kisten ja nicht hoch. Ich werde wahnsinnig. Ich glaube, ich mache jetzt bald meinen Schnitt oder sowas. Weil ich euch das auch nicht antun will, das anzuschauen. Die Kiste geht halt wirklich nicht runter. So. Ich kann sie, wie gesagt, natürlich dort in die Ecke schieben, aber von der Ecke aus komme ich ja wiederum nicht... Ja, natürlich. Komme ich ja wiederum nicht weiter. Ich habe, denke ich mal, auch überhaupt nichts davon, wenn ich das Eis schmelze. Der blöde Laser. Ich glaube auch nicht, dass ich an dem Laser vorbei muss. Ich hätte gedacht, dass der Laser hier rein muss, in dieses Ding. Aber ich habe halt doch nichts. Womit ich das aktivieren könnte, ich hätte Eiszauber. Womit ich den Laser einfrieren kann. Aber was habe ich davon? Feuerzauber, mit dem ich... Aber wozu sehen diese beiden Bänke hier da, die so aussehen? Ist das echt nur Deko? Dieses Tor geht nicht auf. Und ich denke, dieses Tor geht nicht auf, weil diese Dinger hier alle laufen und ich muss die erst ausmachen. Aber wie bringe ich den Laser dazu, dass er dort hinten hin lasert? Dazu müsste ich... Brauche ich dazu eine Kiste, um das abzuwandeln? Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Dinger ja nicht ziehen. Ich kann hier nichts nehmen. Und der geht nicht bis hier hinter. Also so schwer kann das Rätsel wirklich nicht sein, wie ich mich gerade hier blöd anstelle. Deswegen, liebe Leute, werde ich mal Folgendes machen. Ich mache an der Stelle einen Schnitt und werde entweder in eine Lösung schauen oder ich werde meinen Kopf nochmal final anstrengen. Mal sehen, für was von beiden ich mich entscheide. Ich renne jetzt hier einfach auch mal durchs Feuer und sterbe sofort. Verlieren wir eigentlich immer Erfahrungspunkte, wenn das passiert? Ich weiß es nicht genau. Huch, ich setze das mal zurück auf Anfang und mache jetzt hier eine Minute vor Folgenende eine Pause, denn ich habe ja schon lang genug mit diesem Rätsel gequält. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Ich habe mir eine Lösung angeschaut, also ich bin da nicht selber drauf gekommen. Nämlich, uns fehlt ein Item, um diesen Raum machen zu können. Ist das nicht super? Ich bin nicht zu blöd, mir fehlt einfach nur was. Und zwar sollen wir eigentlich nicht diesen Weg zu allererst gehen, sondern, da setzte meine Blödheit wieder ein, sollen wir hier einfach diese Kiste wegsprengen. Ich habe ja damals vermutet, wir brauchen sie, um, also wir kommen von der anderen Seite raus, um sie dann wegzuschieben, aber wir können sie auch einfach wegspringen und drüber springen. Der Lagerbereich. Okay, der Laser wieder. Ich warte mal, bis sich das ein bisschen weiter rumdreht.
und flitze hier durch. Nein, lass mich. Ich will hier runter. Gut. So. Ich habe nicht weiter geguckt. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Und ich habe bloß geguckt, wie er das gemacht hat. Hier ist ein Reset-Knopf. Und zwar hat er genauso wie ich an der Stelle gehockt, hatte aber, ich glaube, nach 2 Minuten oder so schon die Erkenntnis gehabt, dass er eventuell irgendetwas noch nicht hatte. Irgendein Spiegelschild, von dem er gesprochen hat. Okay, die kann ich gar nicht bewegen. Ich nehme an, wir müssen die Kisten wieder auf ihre Flächen stellen. Okay, da kommen wir dort weiter. Aber ich habe gesehen, das ist hier vorne. Nee, hier war es nicht. Es war direkt hier. Das hier noch... vorsichtig. Weitere Wege sind. So, das lassen wir stehen. Schieben das hier runter. Können wir hier gar nicht lang? Okay, das ist vielleicht genau der andere Weg, den ich gerade freigeschaltet habe. So, weil ihr euch den Mist die ganze Zeit geben musstet, machen wir nämlich jetzt Folgendes. So, wir machen mal die Folge ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht wie lange. Jetzt haben wir nämlich Gott sei Dank auch endlich den Schlüssel, den wir für das Mitteltor brauchen. Wie schon gesagt, ich weiß nicht wie lange, jetzt nicht ellenlang, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr, weil ich da so großartig verkackt habe. So. Dann können wir jetzt auch dieses Räumchen hier aufschließen. Ich hoffe, dass das die Gittertür gleichzeitig mit dabei runtergeht. Wie habe ich das letzte Mal? Ich glaube, mit Bomben habe ich die abgeschossen, ne? Oh, oh. Hoffentlich sind hier gleich wieder Frösche drin. Sehr gut. So, dann schauen wir doch mal weiter, was sich hier so befindet. Ist doch gleich nicht mehr so frustrierend, wenn es plötzlich alles funktioniert. So, ein paar Bomben wären super, genau. Boah, diese Lichter und Flammen, die sind immer so unglaublich hell, das brennt in den Augen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, du hast dort oben einen separaten Raum, zumindest sieht das gerade so aus wie einer. Deswegen würde ich... Oh, das war dämlich. Deswegen stellen wir das erstmal hier hin. Kommt hier eine Kiste hin oder so? Hier haben wir Kisten. Aber ich glaube... Nein, nein, halt, halt, halt. So, ich glaube, da kommen wir noch nicht rein, weil das genau mit dem Generalschlüssel zu öffnen ist. Da unten ist ja auch die Tür mit dem Generalschlüssel. So, dann machen wir erstmal die zwei Freunde hier platt. Gut. Hier können wir rüberhüpfen. Ah, Moment. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Nämlich warten wir, bis das Ding sich so ein bisschen weiter umrundet hat. So. Und ich glaube, wir können es dort oben in diese Linse lenken. Das hatte ich ja schon in den anderen Räumlichkeiten versucht. Was? Ja, jetzt brennt es mich bestimmt an. Genau. Sehr schön. Uah. Schnell hier durch. Aber dort hat es ja nicht so funktioniert, weil diese Steinwand da im Weg war.
Ausstellungsraum. Okay, wir machen das erstmal aus. Wenn ich das wieder aktiviere, geht das wieder. Okay. Okay. Das ist mit Sicherheit ein Hüpfrätsel. Und ich wünschte mir schon jetzt, ich hätte mir das Ding ein bisschen weiter angeguckt. Willkommen im Ausstellungsraum. Im Raum zu deiner Rechten findest du dein Schild von Kronos, ein historisches Artefakt. Achte bitte auf deine Umgebung. Die Sicherung im Ausstellungsraum ist extrem hoch. Mhm. Okay, ich nehme an. Dann zaubern wir vielleicht. Ach shit, das war das. Moment, dann zaubern wir nochmal auf das da hinten. Macht er nicht. Na gut, wir könnten aber auch von dort drüben, wenn wir einmal oben sind, hier auf diese Dinger springen. Wo kommen wir denn dahin? Nirgendwo, wenn ich das so sehe. Moment, ich habe eine Idee. So, jetzt darauf. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Den haben wir noch nicht. Nee. Hier ist eine Zeitschaltuhr. Und wir müssen dort hinten hin. Wofür ist nur die Zeitschaltuhr? Gucken wir uns gleich an. Hier ist bestimmt der Schlüssel, den wir brauchen. Oder vielleicht sind dort auch einfach 10 Pfeile drin. Okay, ganz vorsichtig. Aber ich glaube, dass wir hier nicht wirklich runterfallen können. Hier ist eine Abkürzung. Ah, okay, okay, okay. Bleibt das so? Nee. Ne, komm. Und jetzt schnell, 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 schnell. Oh shit, schon verkackt. So, dann nochmal. Jetzt mit etwas mehr Lamour. So, spring, spring, spring. Zauber. Das da. Wann geht denn das Ding hier hoch? Ach, kann das sein, dass das nur hochgeht, wenn das hier läuft? Moment. Das heißt, wir müssen den kompletten Außenrumweg gehen. Wir müssen das so anlassen. Moment. Das muss unten sein. Damit wir da überhaupt hinkommen, muss das Ding aber aus sein. Und das Ding andersrum. Das ist ja... Hä? Wir müssen ja hier rüber, genau. Ich sehe schon kommen, dass ich gleich kein Mana mehr habe. So, Sprint. Jetzt brauchen wir den Zauber. So, hüpf, hüpf, hüpf. Die Zeitschaltuhr.
Wir können ja schon jetzt das so machen. Da haben wir nämlich Zeit gespart und kann ich das von hier aus sehen? Die Dinger dorthin sind unten. Das heißt, wir müssen sowieso runterspringen. Klatschen das Ding an. So, das machen wir jetzt mal. So, runter, Ding anklatschen. Sprinten. Hep. Oh Gott. Es war nicht gut, dass ich erst hier reingesprungen bin, oder? Ich war gerade so blind vor Freude. Aber ist eigentlich egal, ich nehme die Kiste und springe dann dort hinten rüber, da klappt das auch. Das machen wir aus. So. Da haben wir wieder ein paar Pfeile gefunden. Da hinten ist ein Typ, hier haben wir den Checkpoint. Können also da nichts machen. Wir können das hier verschieben. Oder auch nicht. Wir müssen also eine Bombe verwenden. Können wir den auch direkt abschießen? Oh Mist. Schnell das Mana holen. So. Mensch, vollkommen selbstständig. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mein Verständnis. Kann ich das schieben? Okay, ich muss das dorthin definitiv anschießen. Was passiert dann? Senkt oder hebt sich der Wasserspiegel? Oder kann ich überhaupt runter? Nein. Na gut, dann rüsten wir das mal aus. Nee, das brauchen wir ja nicht. Vielleicht ist hier der nächste Schlüssel drin. Genau. Den brauchten wir in irgendeinem Raum, den ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß, dass er weiter vorne war. Wir flitzen mal schnell hier durch, bevor der... Ne? Bevor der wieder spawnt. Wie sollen wir das denn machen? Achso, wir kommen hier rüber. Ich sehe gerade an der Seite, da ist noch ein Pfosten. Gut. Da oben ist der Schlüssel. Dafür machen wir das wieder aus. Und kriechen da hoch. Um wiederum diesen Schalter umzulegen. Hep, hep, hep. Und sehr gut. Das dorthin sieht aber aus wie ein riesengroßer Bossraum oder irgendwie sowas ähnliches. Deshalb, liebe Leute, würde ich sagen, mache ich jetzt wirklich mal einen Schnitt. Wir haben ja relativ starke Überlänge gehabt wegen meinem Failen am Anfang der Folge. Und wir machen morgen weiter in der nächsten Episode von Let's Play Oceanhorn. Bis dann. Tschüss.